Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Watch Dogs 2. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Ich sage, gemeinsam reißen wir die Mauern nieder. We are undeniable. Ist ein Spiel, in dem man viel hacken muss. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon großer Fan von Hackerman. Also, den können wir ausschalten. Aber da können wir irgendwas mit der Kamera machen. Jo, Uli, ich bin drin. Moin. Ja! Bei mir hier wird geschossen! Seht euch vor! Uli, ich bin raus. Moin. Oh, Leute, was ist das? Ein Jojo? Was war in sein Kopf. Halte E gedrückt, um das Sicherungsterminal zu deaktivieren. Und jetzt mache ich das weg, ja? Auf! Geil, Alter. Es ist nicht bloß ein Alien. Ey! Ist, hat hier noch jemand Probleme mit seinem Handy? Oh Gott! Wer ist das? Das ist... Retro. Der Retro? Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Wer sind die Leute, die da reden? Und warum kann ich die hören? Öffne, finde Zugangsschlüssel. Okay, was ist das? Eine Kamera, die kann ich anzapfen. Ich kann mich von Kamera zu Kamera hacken. Geld überwiesen? Wait a minute. Ich kann die Leute hier... Danke für ihr Geld, Alter. Hier ist ein Laptop. Hacken. Info erhalten, Zugangsschlüssel. Schalte den Serverturm ab. Lösche dein Profil. Was wisst ihr über ihn? Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Shit! Warum haben die es mitbekommen? Jo, die wissen einfach, wo ich bin. Hä, okay, also ich kann auch einfach Rambo machen, ja? Ja, das ist echt schwer. Das hat vorher nie einer geschafft. Ach du Scheiße. Er hat's gemacht. Dann gehe ich jetzt hoch und klettere in den Serverturm. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Stöhnt ziemlich viel. Ist bestimmt anstrengend da drin. Greife auf die CDOS-Datenbank zu. Moin. Ja, das muss ich hacken. Aha. Ein bisschen weghacken, ne? Ist ja klar. Was zum... Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Warnung. Strafregister 11. Das ist doch Bullshit. Oh. Das ist ja ganz schön viel schlimme Scheiße. Fuck. Ich könnte natürlich auch... Den Strafregister löschen? Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Fick dich, Blum! Bin ich drin? Willkommen bei DeadSec. Ohoho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Ich stehe auf deinen Threadhouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova die erste ist Weirdo. Show. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Die hat echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr lacht mich aus, weil ich behindert bin. Doch ihr seid alle.
Hallo? Was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Was meinst du denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Ja, wessen Wohnung ist das? Oh. Ja, geil. Oh, ich kann schnell reisen. Dann schnell reisen wir mal zum Hackerspace. Schnellreise nicht verfügbar. Ja, aber dann mach ich dahin Schnellreise. Also, das ist... Ja, pass auf, Alter. Das ist San Francisco, Alter. Danke für die Botnet-Aufladung. Ich kann ja halt die ganze Zeit Geld machen, wie ich will. Alter, ich kann Ampeln hacken? Dann machen wir die einfach mal aus. Hier ist das Headquarter. Hey, wie fühlt es sich an, ein mittelmäßiges Arschloch zu sein? Hä? Was ist los mit dir? Brauchst du auf die Fresse? Wie ist es, ein mittelmäßiger Waschlappen zu sein? So, gehen wir mal rein. Yo! Endlich! Alter. Seid ihr alle Hacker? Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Ach krass, man greift doch andere Hacker an, so? Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Followerwand. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Eins noch. Ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Okay, Alter. Hauptoperation. Spaziergang im Park. Missionsziel. Verfolge die neue Mission mit der DedSec-App. Ja, aber das mache ich, wenn ich draußen im Park bin. Hey! Mein Name ist Sichermann. Und eins ist doch sicher. Sicherheit ist wichtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Sichermann. Weil Sicherheit sicherlich sicher sein sollte. Haben Sie auch keine Lust mehr, von blöden Hackermännern gehackt zu werden? Möchten Sie in Ruhe surfen? Und das auch sicher? Perfekt. Dann haben wir sicherlich was im Angebot. NordVPN. Schützen Sie Ihr Surfen vor Kriminellen und Überwachung. Mit dem VPN von NordVPN sind Sie einfach sicher unterwegs. NordVPN garantiert Ihnen Kernaufzeichnung von Nutzerdaten. Superschnelle Server in 60 Ländern. 6 Geräte gleichzeitig verbinden. Unbegrenzte Bandbreite und noch vieles mehr. Na, überzeugt? Das war aber noch lange nicht alles. NordVPN feiert seinen 8. Geburtstag. Falls Sie jetzt, meine Damen und Herren, einen 3-Jahres-Plan abschließen, bekommen Sie einen satten Monat gratis. Wenn Sie jetzt zusätzlich auf diesen Link klicken und den Code HANDOFBLOOD eingeben, erhalten Sie ein super tolles Geschenk. Mit Sicherheit. Das klingt aber nicht gut für unsere Orga. Na gut, ich will gern raus. So. Also, was jetzt? Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Zester. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Okay, und jetzt sollen wir eine Nebenmission finden. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir eine Mission. Mit dem soll ich sprechen. Hallo, mein Name ist Sichermann. Im Jamba Sparbo bekommen Sie folgenden Song gratis. Sicherheit ist sicher, denn wir sind alle sicher unterwegs. Sicherheit ist sicherlich sicher. Amen, na, Koko, NordVPN. Warum kriege ich das immer reingestellt? Was ist das? Hey, also was war das mit Bobo Dakes? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcani hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Worüber reden die? Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Wer ist Bobo? Warum kennen die sich? Aber er wird's tun. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. What? Der Name Gene Carcani sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcani? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Hacke Bobo Dakes Telefon in San Mateo. Geil, dann fahren wir da jetzt hin. Hehehe.
shit. Oh, ich bin falsch. Da lang. So, da sind wir. Okay, da kann ich mich in die Kamera hacken. Okay, hier ist ein Haufen Stripperin. Da ist der Typ. Ich kann den abhören. So einfach war das? Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dex, Bitch. Perfekt. Hacke dich in Gene Kakanis Anwesen. Kakani hat auf einen Anruf von Bobo Dex gewartet, um den exklusiven Plattenvertrag zu besiegeln. Wieso gaukeln wir ihm nicht vor, dass er ihn klargemacht hat und greifen ihm kräftig ins Portemonnaie? Alter. Ja, geil. Dann hinter. Das ist das Anwesen. Auto-Remote-Server zugreifen. Was? Wie das? Oh. Leute, jetzt habe ich Zugriff auf seine ganze Bude. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Virus hochladen. Jetzt rufen wir ihn an. Hallo? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Ach du Scheiße, ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch! Yep. Kann ich mal reinhören? Und auf Blatt. Und auf Blatt. Und super Platt. Und super Quali. Und super sexy. Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Eindeutig! Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Bitch, ohne Kohle läuft nichts. Schon klar. Gesendet. Und bestätigt. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Komm schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Komm schon! Verbindung verloren, na gut. So. Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Ja, dann gehen wir mal zurück ins Headquarter. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Cyberdriver. Jimmy Siska ist... Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber-Driver! Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Alter, ich habe das Gefühl, hier gerät alles langsam so aneinander. Also, ich wusste gar nicht, dass es hier so einen großen Konflikt in der Story gibt. Ich würde sagen, das war's für heute. Und dann schauen wir uns an, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Auf bald. Tschüssi.